Let's start again. Na, ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Ja. Wir haben es 10 nach 1 und wir sind in Anemomania City. Es geht einmal ausgiebig. So. Hier haben wir die Apotheke. Ach, da fällt mir übrigens ein schöner Witz ein. Wie heißt ApoRats Kneipe? Ah, den kanntet ihr schon. Naja. Medizin bist du von mir? Dein Pokémon wirkt jetzt nicht gerade schwer verletzt oder krank auf mich. Wo drückt denn der Schuh? Der drückt hier so an der Seite und vorne an die Zehen. Ach so, dann geht es hier also um das Pokémon vom Leuchtturm. Na klar, diese Medizin soll genau das sein, was du brauchst. Hier, nimm. Geheimtrank. Ah, mein Geheimtrank ist extrem stark. Ich gebe ihn nur heraus, wenn auch wirklich Not am Mann ist. Jupp, glaube ich dir. Okay. Ich meine, wenn wir jetzt schon mal hier sind... Okay. Ja, es gibt ja auch noch eine Arena zu tütigen. Aber, Rabarbar. Erstmal erkunden wir die Stadt. Oh, ein Besucher. Leute wie dich sieht man hier nur äußerst selten. Bla, bla, bla. So. Oh, hallo Suicune. Boing, 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 boing. Sucker! Hallo, Mr. T. Sag mal, war das eben nicht Suicune? Nein. Ich konnte es nicht richtig erkennen, aber für den Hauch einer Sekunde meine ich wirklich gesehen zu haben, wie das Suicune über das Meer gebrettert ist. Suicune ist so schön und so stolz. Außerdem läuft es mit atemberaubender Geschwindigkeit Städte und Straßen ab. Es ist einfach ein wundervolles Pokémon am Sein, Tun, Sein. Ich würde es nur zu gern mal aus nächster Nähe sehen. Na los, lass uns kämpfen. Wenn ich dich besiege, erkennt mich Suicune vielleicht als würdigen Trainer an. Komm schon. Wichser. Unbekannter Eusin. Na dann mal los. So's. Da darfst du wieder ran. Jo. Sag mal. Oh. Wolltest du mich etwa hypnotisieren? Kannst du sowas von vergessen, Bitch? Ich bin irgendwie gerade nicht beim Thema. Elektroball. Egal, ich mach... Oh, Donner. Ich mache einfach so lange, ja, danke schön, bis die Chose hier vorbei ist, bis ich fertig habe. Okay, du brennst schon mal, du grinsende Kugel. Wow, nochmal Donner. Ja, jetzt ist schon dezent scheiße, ne? Wurmi. Dam, dam, da, 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 dam. Noch ein Donner. Ja. Damit hat sich dieses Problem erledigt. Tschüss. Alpollo. Ja, kämpf mal weiter. Kämpf einfach mal weiter.
Falsche Attacke. Na super. Ja. Dankeschön. Weiter. Horrorblick. Na super. Egal. Drachenmut. Und du stirbst noch nicht, weil du stirbst. Du stirbst jetzt. Wuhu. Dankeschön. Tschüss. Level up. Das ist super dufte. Ich sage es nur ungern, aber du gewinnst. Oh, danke, danke. Das war unglaublich, Mr. T. Ich glaube, ich verstehe langsam, warum Suicune einen Augenblick lang innegehalten hat, um dich zu mustern. Aber deswegen gebe ich meine Suche nach Suicune noch lange nicht auf. Wir begegnen uns bestimmt mal wieder. Mach's gut. Hoffentlich nicht. Aber ich kann euch sagen, das wird leider der Fall sein. So, gehen wir mal hier rein. Es freut uns ja, dass alle so hohe Erwartungen an die Safari-Zone haben, aber die Dame am Empfang tönt ein bisschen zu laut durch die Gegend. Setz doch einfach mal ein gesundes Maß an Erwartungen in die Safari-Zone, ja? Oh, du willst auch in die Safari-Zone? Die Bauarbeiten sind noch nicht fertig, also ein klein wenig noch Geduld. Hey du, hör mir mal kurz zu, hier hinten soll demnächst ein Ort sie ist ja spannend an deine Safari-Zone. Das heißt, Hülle und Vögel gehen mal richtig, ich freue mich schon wie eine Schneekönigin auf diese Safari-Zone, wenn ich kann hier nicht mal hin. Oh. Fusseliger Mund. Hinter den Felsen nördlich der Stadt findest du viele interessante Items. Hinter den Hügeln und keinen bekannt. Hier liegt das Teletubbyland. Fotostudio. Gibt es hier noch was? Ich bin mit den Nerven am Ende. Irgend so ein fürchterlicher Junge in deinem Alter mit einem finsteren Blick und langen Haaren hat mir einfach meine preisgekrönten Pokémon weggenommen. Eines habe ich zwar noch übrig, aber ich habe Angst, dass er wieder zu... Du siehst stark aus. Bitte pass eine Weile auf dieses Pokémon auf. Ja, ein Potrot. Das Ding ist halt, wenn ich das zurückgebe, kriege ich das nie, kann ich das nie wieder haben. Von daher lieber mein eins züchten und von daher. Ja. Genau, die Strudelinseln. Ja. Okay. Jetzt, scheiße, nochmal ins Pokémon Center und dann ab in die Arena. Oh, und da steht ja unser Dickerchen. Zumindest von dieser Arena, das Dickerchen. Bam, rababam. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm bald wieder. In dieser Pokémon-Arena windelt es geradezu von Schlägertypen. Wenn ich mich ihnen nur nähere, kriege ich schon vor... zittere ich schon vor Angst, dass ich mich mit... Ah, okay. Die Arena-Leiter sind auf... ja, Psycho. Ja. Okay. Danke für die Tipps. Bin ich mir das nur ein oder leckt das jetzt gerade ein wenig? Na, was soll's. Er ist so in sein Training vertieft, dass er dich gar nicht bemerkt. Es planscht und plätschert übermütig im Wasser. Na, das ist ja schön, wenn du Spaß im Wasser hast. Ja. Bisschen mit den Pokémon reden. Ah, es hat dich mit Wasser bespuckt. Bisschen mit den Pokémon reden ist auch nie verkehrt. Meine Pokémon und mich verbindet eine tiefe Freundschaft. Dieses Band wird nie jemand zerreißen. Schwarzgurt Xaver. Schon witzig, dass das Artwork für den Kämpfer einem guten Kumpel von mir ähnlich sieht, der ebenfalls Xaver heißt. Ironie, ne?
Zack. Tschüss. Das ist unmöglich. Doch, ist es. So. Jetzt setzen wir dich mal an erste Stelle. Du hast die EP derzeit am nötigsten. Übrigens, der mag das... Er mag das überhaupt nicht. Wenn du hier rum... Wenn du im Wasser... Also wenn du ihn im Wasser ansprichst. Irgendwann ist er auch noch wütend. Ja, jetzt. Ah, jetzt auf einmal mag er uns wieder, oder was? Jetzt nicht. Ich höre auf, dich zu ärgern. Ach Gott, Sackgasse. Welcher Besitz, also weltlicher Besitz ist sinnlos. Worte sind nutzlos. Lass uns lass deine Fäuste sprengen. Noch, Digga, Gewalt ist keine Lösung. Nur Mord! Mord, nicht die Fußer! Ja. Zack. Aua. Flammenrad. Hoppala. So, tschüss. Als nächstes Mashok. Flammenrad. Ich sollte nicht mit Husten aufnehmen und dazu noch mit verstopfter Nase. Das hört man, glaube ich, eventuell. Was ist denn da jetzt los? Oh Gott, Twitter, @DSTSblogger folgt dir. Och, nö. Das schneide ich jetzt raus, diesen Namen. Weil dafür kann man sich echt nur schämen. Dankeschön, tschüss. Hashtag Klängerhardt Schwuchtel. Ich lasse es sein. Jetzt brauche ich hier einen Sus-Trank. Blulu. Wir Meister Kampfkunst kennen keine Angst. Nein, Indianer kennen keinen Schmerz. Jeff! Ich heiße Jeff. Flammenrad. Lar. Komm, weiter, weiter, immer weiter, 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 immer weiter, weiter, weiter. Geht doch. Oh, Eishieb kann der Gutste. Bringt dir aber nicht viel. So, Ruckzuckhieb und damit hat sich das Problem erledigt, denke ich. Nicht? Okay, jetzt aber. Dankeschön. Tschüss. Level up. Okay, oh, was für eine Attacke? Scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Sternschauer. Ah. Kann Tackle mal ruhig weg. Hopp! Düdlüdüd. Spiel besiegt Schwarzkopf Jeff. Schockierend. Das ist schockierend.
Die Wut meiner Fäuste wird deine Pokémon das Fürchten lehren. Kantholz. Ein Mankey. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wie viele Pokémon hat der? Oh, du wurdest besiegt. Okay, tschüss. Nächstes Pokémon. Dankeschön, tschüss. Oh, noch nicht ganz. Schade, dass die Sendung mir nicht helfen konnte. Oh, du bist aber in Rage. Okay. Okay, Kreideschrei, damit kann ich leben. So. Noch ein Kreideschrei. Ein Schreidekrei. Dankeschön. Tschüss. Gut. Kinas, ich würde sagen, von der Länge her wurdest du zerschmettert oder was auch immer du gesagt hast. Von der Länge her würde ich sagen, war es das für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Wir kümmern uns um dieses Problem in der nächsten Folge und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Schön gemacht, das war's, morgen ist nichts mehr. Tschüss.